Red Mirror. Hier sollen die Toten nicht stören, hat der Kürbis gesagt. Und hier ist voll leise. Oh. Oh, das ist aber nicht schön. Königin Egliet? Ja, die ist ziemlich tot, würde ich sagen. Also... Erinnert, wie zart die Lügen der Königin waren von einem Verräter in, von einem Wolf im Schafspelz quasi. Das ist blöd zu übersetzen, vor allem wenn sie es reimen soll. Was soll das bedeuten? Kann ich das mitnehmen? Nein. Da steckt ein Messer oder so drin, eine Schere. Ich übersetze diese reimenden Sachen jetzt nicht mehr. Ich kann nichts sehen. Verschlossen. Das ist ja schon ein bisschen creepy jetzt hier, ne? Mit der toten Puppe, die da so rumhängt. Ich habe nichts gesehen. Frag mich nicht, das war ich nicht. Ich kann nichts sehen. Okay. So friedlich und rein. Wie Dornröschen. Hier hängen Rosen. Ja, ich habe schon mitgekriegt, dass es da klingelt. Von draußen kommt frische Luft und ein warmes Licht. Wer ruht denn hier in diesem Sarg? Es kommt aus dieser großen Kiste. Ja, dann mach doch auf. Ich weiß noch nicht wie. Kann ich hier irgendwas mitnehmen bei ihr? Wer könnte das getan haben? Nee, okay, da kann ich nichts mitnehmen. Habe ich irgendwas, um die Kiste zu öffnen? Ein Candy Cane. Aber das hilft mir nicht wirklich. Nadel und Faden hilft mir auch nicht. Messer und Gabel. Die helfen mir auch nicht. Ja, das habe ich schon gecheckt, dass es aus dieser Kiste kommt. Aber was soll ich denn machen? Jedes Mal aufs Neue. Das ist ja ein bisschen merkwürdig. Ja, ich weiß es doch. Da liegt doch eine Schere. Irgendwas übersehe ich doch hier bestimmt. Ist hier doch noch vielleicht. Na, jetzt geht die Tür hier auf. Blau! Ich würde blau nehmen. Ich würde definitiv blau nehmen. Nimm blau! Blau! Okay, dieser Kürbis mag blau. Nimm rot! Nimm rot! Rot ist der Weg, den du gehen solltest. Rot, rot! Ich möchte einfach den Schlüssel nehmen. Da ist eine Notiz auf dem Tisch. Mein geschwärztes Herz in einem Gefäß aus Unschuld versteckend, schwöre ich, in der Dunkelheit kauernd, bla, mein Gott. Das ist mir echt zu doof, das zu übersetzen mit denen. Das kann ich auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Also, okay. Mein dunkles Herz in einem... The Sun und Gold. Also wäre es dann blau, rot, gelb? Kann das sein? Ich probiere es mal. Blau. Falsch. Fangen wir mal mit Rot an. Falsch. Dann machen wir Ausschlussverfahren. Wer es nicht checkt, muss halt so irgendwie ausprobieren, wie es geht. I can be stolen or given away, and you will live. Yet you cannot live without me. Ein Herz. Ach so.
so, das war das Rätsel für eine Tür gerade. Okay. What leather is like a cow's tail? LH oder F? Wie ein Kuhschwanz? Naja, wenn überhaupt einer wie der Buchstaben aussieht wie ein Schwanz, dann wahrscheinlich ein L. Was falsch ist? I don't get it. I really don't get it. Okay, nochmal. Gold. Herz. Also ein H bestimmt nicht. Wenn, dann vielleicht noch ein F wegen den Haaren am Ende? Ich weiß es nicht. Okay, scheinbar ja. Mhm. Ein funkelnder, goldener Schlüssel, wie ein Herz geformt, dekoriert mit einem zarten Schleifchen. Nämlich einen goldenen Schlüssel bekommen. Okay. Ja, dann haben wir jetzt den goldenen Schlüssel. Ich hoffe, das war richtig. Vielleicht kann ich damit jetzt die Kiste aufmachen. Ja, wir wissen es. Er passt. Juhu. Okay, wer war der Scherzkeks, der mich in dieser Kiste eingesperrt hat? Du bist das Mädchen. Wer bist du? Oh, ich bin... Ich habe dich hier vorher noch nie gesehen. Wie bist du hier hingekommen? Ich bin nur... Ich verstehe. Hast du gesehen, wer mich in dieser Kiste eingesperrt hat? Nein, habe ich nicht. Die Kiste war schon verschlossen, als ich hergekommen bin. Das ist eine Schande. Naja, das ist okay. Ich bin ein guter Detektiv. Also werde ich den Verdächtigen in 0, nichts finden. Ich verstehe. Die sieht irgendwie genauso aus wie ich, mit kürzeren Haaren und anderen Farbschema. Aber na, ich meine ja nur... So, was machst du hier, Kleines? Das ist, Egliette hat mich eingeladen. Oh, hat sie das? Ja. Hat sie ja wirklich irgendwie. Okay. Wo wir gerade von Egliette sprechen, hast du sie gesehen? Du hast sie im Arm, aber wahrscheinlich ist das nur, weil dein Charakter-Artwork das gerade nicht anders zulässt. Ich bin hergekommen, um sie zu holen. Aber irgendjemand hat mich in dieser Kiste eingesperrt. Sie muss auf ihrem Thron sein. Lass uns nach ihr suchen. Okay. Oh, übrigens, wie ist dein Name? Meiner ist Fleta. Oh. Ich erinnere mich leider nicht an meinen Namen. Echt? Das ist aber komisch. Ja, das ist es. Egal. Lass uns nach Egliette suchen. Es ist dir auch völlig egal, wie ich heiße. Kann das sein? Weil du so ein egoistisches, kleines, verwöhntes Drecksding bist. Ich habe ein paar königliche Dinge mit dir zu besprechen. Okay. Okay. Press A to interact with characters in your party. Was ist denn A? Ist das wahrscheinlich meine Leertaste dann? Oder auch nicht? Oh, nee. Tatsächlich A. Lass uns Egliette finden. Ich muss mit ihr reden. Cool, ich bin nicht mehr allein. Oh, Moment. Jetzt... Achso, sie steuert jetzt. Okay. Pumpkin? Prinzessin Fleta, es ist schön, euch zu sehen. Sag mir, wer mich in dieser Kiste eingesperrt hat. Ich hab's leider nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Lass uns gehen. Ich wollte gerade sagen, du hast ihn ja nicht kaputt getreten, oder? Voll assi. Das wirst du noch bereuen, spätestens wenn wir um die Ecke gehen. Jetzt zum Beispiel. Ist das... Egliette? Egliette? Sieht so aus, ne? Würde ich mal sagen. Egliette, was haben sie dir angetan? Wenn meine Nachbarn mich manchmal hier so hören, dann denken die wahrscheinlich auch so, was ist denn da los? Wir müssen sie retten. Okay, aber wie? Ich habe hier Nadel und Faden. Ich habe eine Idee. Halt mich hoch. Fleta, das tut weh. Sei ruhig, beeil dich einfach.
Ihr kommt da nie im Leben dran. Nur ein kleines bisschen. Ich versuch's doch. Du stehst auf meinem Kopf, du blöde Kuh. Das klang wie reißender Stoff. Oh, Igliet. Ist sie in Ordnung? Mhm. Das ist doch gut. Aber sie ist auseinandergerissen. Kein Problem, ich weiß, wie man näht. Wirklich? Ja. Okay, das mit Nadel und Faden war gar nicht mal so verkehrt. Sei vorsichtig, hier. Ich versuche mein Bestes. Ich hätte diese kleine hässliche Puppe ja nicht wirklich wieder zusammengenäht. Ich hätte gesagt, ja, ist dein Problem. Tschö, mach's gut. Hier, sie ist fertig. Oh, Igliet, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Alles wird gut sein. Ich bin jetzt hier bei dir. Wie war das? Du hast nicht gesehen, wer das war? Das ist egal. Alles, was wichtig ist, ist, dass du sicher bist. Danke, dass du Igliet gerettet hast. Das war doch gar nichts. Doch, doch. Ich bestehe darauf. Ich möchte, dass... Also Igliet und ich möchten, dass du mit uns in unserem Puppenhaus spielen kommst. Möchtest du mitkommen? Wirklich? Kann ich? Na sicher. Los, gehen wir. In euer Puppenhaus. Pff, warum nicht? Ich habe ja sonst nichts zu tun hier. Das ist wahrscheinlich... Oh, nee, doch nicht. Geh ein bisschen zurück. Ich mache jetzt einen Zaubertrick. Ein Zaubertrick? Du weißt, wie man zaubert? Jetzt sieh zu. Die so mit so einem Garagentoröffner. Blieb. Frischluft. Geil. Ein Garten? Ja, das ist mein absoluter Lieblingsplatz zum Spielen. Ah, ich verstehe. Wir müssen durch den Garten hindurch, um zu meinem Puppenhaus zu kommen. Lass uns gehen. Ich zeig dir den Weg. Oh, da war ein Pumpkin Charm auf der Bank. Cool. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich mich da hinsetze. Noch einer. Auch nicht schlecht. Hab schon lange keine mehr gefunden. Irgendwie habe ich das Gefühl, dieser Garten könnte ein bisschen verwirrend werden. Das sieht so nach einem Labyrinth aus. Und ich glaube, den gucken wir uns tatsächlich beim nächsten Mal auch an, den Garten. Und ja, bis dahin, ne? Ihr wisst ja, eure Kaleido und so. Bis zum nächsten Video, was hoffentlich nicht ganz so lange auf sich warten lässt. Dankeschön und bis dahin. Tschö, tschö.